Nun, das war ein erfreuliches Treffen. Nun, er wusste wenig, aber er scheint ein anständiger Mann zu sein. Ja. Und die Kornios-Queste führt ihn hierher, aber ich verstehe nicht, warum das für Belharion Manning wichtig sein sollte. Ich verstehe nicht, warum die Kornios-Queste für sie überhaupt von Bedeutung sein sollte. Vielleicht wollte er ihn auch einfach nur an Beilung haben und Teil dieser Sabotage, wie es im Brief stand, vielleicht sollte sie ihm auch betreffen. Hat der Sonnenmarschall vielleicht Puppen mitgebracht? Oder es könnte auch sein, dass seinetwegen die Sicherheitsvorkehrungen hier auf der Insel verstärkt wurden und es deswegen Mannings Plänen im Wege steht? Das kann natürlich sein. Wäre aber ein weiterer Grund zur Besorgnis, denn das würde bedeuten, dass Manning sehr speziell auf der Insel etwas will. Oh, besorgt bin ich auf jeden Fall. Allein schon, dass er nicht weiß, wo seine Schiffe sind. Ich hätte gern mehr Dukatengardisten mit runtergenommen, aber dann wäre unser Schiff nicht mehr vernünftig gesichert. Vielleicht war es gut so, dass wir nur 5 mitgenommen haben. In Pryos Dank sind wir sicher. Nichtsdestotrotz, wir sollten... Überzeugung. Bitte wie? Was führt euch zu dieser Überzeugung, dass wir sicher sind? Es ist eine Pryos heilige Stadt. Ist es geweihter Boden? Die ganze Stadt? Die ganze Stadt? Wollt ihr paktieren und es herausfinden? Nein, ich wollte nur wissen. Also gut, Fragen zu stellen. Da bin ich wieder. Nennt mir bitte eure vollständigen Titel, eure Namen, damit ich diese vor ihm nennen kann. Sollte ich dies tun, werdet ihr abknien. So verlangt es die Etikette. Selbstverständlich doch. Vollständige Titel? Aber wir fangen doch an. Abelmir Jamorinus, Magus. Kapitän dieses Schiffes. Dies müsste reichen für euch. Signorino, ihr seid dann Magus? In der Tat. Dieser Titel ist hier nichts wert. Kapitän. Damit nickt er. Und ihr? Harafsunia Zulamina Shabra, Sala Reshalia Ajek Halil. Vezira von Yanka. Er nickt. Er muss sich das nicht merken, beziehungsweise er muss es sich nicht notieren. Er wird das wohl genauso hinbekommen. Ich bin sehr gespannt. Und ihr? Ja, ich bin Rafim und warte draußen. Tja. Ich schau mal Jalan an, ich knie nicht vor dem, wer auch immer der ist. Dann wartest du wohl draußen. Gesagt, ich bin Rafim und warte draußen. Ich bin Diamantes Monterey Jr., Seekrieger und Artillerist, Geschützmeister der mondsilbernen Drachentöter und Bezwinger der Todesechse. Und ich warte ebenfalls draußen, aber es hat sich schön angefühlt, das auszusprechen. Ja, sehr schön vorgetragen, sehr schön vorgetragen. Dann bin ich wohl dran. Wahre Ketzer. Sie sind nicht so schlimm, wie man sie einmal kennengelernt hat. Nun. Jalan Greifenmund, genannt Goldhand, genannt Archentöter. Baron zu Helmenport, Träger von Effards Wassertränen, den Kaiserrautschwertern in Bronze und in Gold, sowie des Reichsordens am purpurnen Bande und der gelben Schärpe der Rundra-Kirche. Auserwählter von Paras Gnaden und rechte Auge Albuins. Er nickt wieder. Diese Namen und Titel und Professionen werden so verlesen. Folgt mir. Ihr werdet eure Stimme erst erheben, wenn ihr angesprochen werdet. Damit bedeutet er mit einem Wink, Diamantes und Rafim nach draußen zu treten und den anderen ihm zu folgen. Ihr könnt erkennen, wie der greise Wahre der Ordnung schon in der Güldenen Halle wartet. Er steht vor dem Altar, die Arme vor der Brust verschränkt, die Hände in den Ärmeln seines Ornats verbogen. Flankiert wird er von 2 Sonnenlegionären sowie mehreren Lakaien, die dort in verschiedenen Jahren dort stehen, sowohl sehr alt als auch sehr jung, regungslos und still, bis ihr dann vor ihn getreten seid.
Der Adjutant räuspert sich einmal und blickt in eure Richtung. Kniet euch hin. Sulamin verneigt sich sehr pompös. Janan fällt natürlich auf ein Knie. Ich würde ihm nachmachen. Ja, nacheinander stellt euch der Adjutant dann vor. Name, Titel, Profession werden genannt. So wie ihr sie ihnen weitergegeben habt, mit der Ausnahme des Titels Magus, den er verbirgt. Und jeder wird stumm gemustert, mit einem leichten Kopfnicken gegrüßt, als der alte Mann sich euch dann feucht und ein bisschen auf- und abschreitet und dann seine Hände aus dem Ornat herausholt. Raios mit euch! Was führt euch von den fernen Landen nach Chelaskan? Illuminat, wir bringen eine Warnung und kommen mit einer Bitte vor euch. Zunächst wohl die Warnung. Wir haben eine Nachricht abgefangen, deren Inhalt uns glauben lässt, dass Belarion Menning von Maraskan aus entweder einen Angriff auf Chelaskan selbst oder zumindest wohl auf euer Wohlwollen und Leib und Leben beabsichtigt. Wir konnten leider seinen genauen Zweck nicht in Erfahrung bringen, aber da er noch nicht hier angekommen ist, hoffen wir früh genug zu sein. Wir verfügen über 200 kaiserliche Soldaten und Söldner. Wir werden hier sicher sein. Seid bedankt für die Warnung. Ebenso bieten wir in diesem Atemzuge natürlich unsere tatkräftige Unterstützung an, wenn sie gewünscht ist. Nun, wir haben bereits von euren Heldentaten gehört. Sie sind uns nicht verborgen geblieben. Habt ihr euch jetzt also auch der Queste des Sonnenmarschalls angeschlossen? Wollt ihr in seinem Namen sprechen? Unglücklicherweise nicht. Unser Schicksal ist vorherbestimmt und führt uns nicht auf denselben Weg. Wir werden euch trotzdem keinen Lichtfunken abgeben. Er zieht eine Schnutte. Gibt es einen besonderen Grund, dass ihr dies ablehnt, ohne unser Anliegen gehört zu haben? Seitdem Paios das Licht entrückt hat, so wie wir aus dem fernen Gareth hörten, ist dieses Licht wertvoller. Es wurde uns gegeben und wir verwahren es. Und Paios, da selbst, hat seinen göttlichen Willen von dem garetischen Prinzip abgewandt. Es ist die Zeit der Priesterkaiser erneut angebrochen. Und mit diesem Phosphorus können wir uns erheben. Warum sollten wir es also teilen? Ich stimme euch zu, dass die Tage des garetischen Prinzips gezählt sind. Nichtsdestotrotz macht es das nicht wichtiger, jeden einzelnen Funken dort einzusetzen, wo er den größten Nutzen vollbringen kann? Und wer seid ihr, dass ihr euch erdreistet, zu sprechen für Praios da selbst? Er sollte doch wissen, wo sie eingesetzt werden, nicht ihr. Ich bin nur sein bescheidener Diener und versuche seine Worte zu deuten wie ihr. Ihr wart ein Spannstrahler, korrekt? In der Tat. So wie viele weitere auf Zeit. Damit seid ihr mir untergeben. Wie ich bereits sagte, oder wie ihr bereits bemerktet, ich war Bandstrahler. Ich habe das Ornate seitdem abgelegt. Nun, man dient Paios auf ewiglich. Dies tue ich. Euer Ordensname ist Ukurian. Ist er. Und ihr wurdet in meinem Lehen erwählt. Wurde ich in der Tat. Wo der geretische Zyklus Eus euch versagte, kamt ihr nach Aranien und wurde den Zorkan erwählt. Erwählt wurde ich in den brennenden Ruinen Garets. Dennoch seid ihr ein Ukurian von Zorkan. Und unabhängig von eurer Bandstrahler-Queste, ob sie nun vollendet ist oder nicht, seid ihr mir unterstellt. Und dann schnaubt einmal und beißt sich auf die Zunge. Nun, wenn eure Erleuchtetheit keine weiteren Fragen hat, werden wir unseren Abschied nehmen. Nun, ihr sollt tatsächlich wieder aufbrechen? Wir werden ein wenig Zeit auf der Insel verbringen. Schließlich ist mit einige der großen Heiligen der Priesterkaiserzeit hier begraben. Und ich wünsche doch, ihre Schreine zu betrachten. Das soll euch selbstverständlich gelingen. Wir werden euch einen Sekretarius zur Verfügung stellen.
Vielen Dank. Wir wissen diese Unterstützung zu schätzen. Nun, seid noch einmal für die Warnung bedankt. Wir werden sicher sein. Wenn es keine weiteren Anliegen mehr gibt, dabei schaut er zu den anderen beiden, dann dürft ihr euch entfernen. Dann gehen wir. Warnfried, auf ein Wort. Bleibt noch einmal hier. Dabei blickt er zu einem etwas älteren Herrn mit grauen Schläfen und einem Halbkranz auf dem Kopf und bedeutet ihm dann, euch zu folgen. Ich würde mich gerne anschließen. Also der geht jetzt uns nach. Ja. So, weil du sagst, auf ein Wort. Ich dachte, der geht dann... Nee, Warnfried von Winterkalt wird mit ihm im Gespräch bleiben. Das ist ja der Protégé von ihm. Ach so, so rum, okay. Und ihr bekommt einen eigenen Sekretarius zur Verfügung gestellt. Euch ist klar, das ist zwar offiziell ein Sekretarius, aber der möchte einfach nur da euch im Auge haben. Haben wir jetzt also zwei Aufpasser? Aber das ist nicht dieser Winterkalt, der mit uns mitkommt, oder? Nein, Winterkalt bleibt bei ihm. Der hat euch ja vorgestellt und das ist jetzt irgendein alter Mann, der eben an seiner Seite stand. Sagt, euer Gnaden, wie ist euer Name noch gleich? Ja, die anderen können sehen, Jalan ist kurz vorm Überkochen. Ich habe die Priesterweihe nicht bekommen, mein Herr. Oh, verzeiht. Ich habe zwar einen Ordensnamen, Praiovin, aber ich bin kein Priester. Nur ein einfacher Sekretarius. Praiovin, ihr könnt es nicht zufällig Wegbeschreibungen zu den wichtigsten Schreinen organisieren? Selbstverständlich, wenn ihr möchtet. Vielen Dank. Ich kann euch einiges zu den Priesterkaisern erzählen. Wenn ihr mögt. Ich habe alle 8 studiert. Aber sicher doch. Warum denn nicht auf dem Weg zu den Schreinen, den ich anzutreten gedenke, in 1 bis 2 Tagen? Selbstverständlich. Dann marschieren wir ab. Läuft uns jetzt hinterher oder geht ihr jetzt Dinge besorgen? Okay. Ja. Du kannst davon ausgehen, egal wo ihr seid auf der Insel, er wird bei euch bleiben. Zur Nachtruhe ist das vielleicht nochmal was anderes, aber solange ihr euch irgendwo bewegt, werdet ihr nicht unbeobachtet sein. Und er wird euch auch belauschen, also davon könnt ihr ausgehen, jegliche Worte, die ihr jetzt miteinander wechselt, ihr wisst nicht genau, ob er Zeichensprache kann oder Lippen lesen, aber es wird sehr schwierig, jetzt ein ungestörtes Wort auf der Insel zu reden. Er läuft doch hinter uns, oder? Er läuft irgendwo neben euch, ja, halb versetzt irgendwo, aber ja, in euch. Dann würde ich mal probieren, auf Atak verdeckt meine Hand, Jana zu sehen hier, was für eine Krämerseele. Ja, er macht mit einer Handbewegung einfach nur Schweig. Ein Knoter draußen noch auf ihm und hier, Gott, Diamante sagen, kommt, wir gehen. Oh, das muss ja ein mehr als erfreulicher Besuch gewesen sein. So eine große Ehre, dem Wahrer des Lichts entgegenzutreten. Wahrer der Ordnung, shit. Und genau so siehst du aus, Einzel. Hier, nimm eine Karinor, würde dir gut tun. Tatsächlich nimmt er sie. Friemelt da irgendwie ein bisschen rum, muss ich dann von dir Feuer geben lassen. Wie macht man das überhaupt? Vermutlich mit einer Fackel, oder? Würfel mit einer Zechenprobe. Eine Zechenprobe? Klar, Rauschgifte sind Zechen. Ja, da ist Ilmblatt drin, haben wir ja schon. Ja, unabhängig davon, auch eine normale Zigarette. Und das ist gelungen. Ja, außer man raucht die jeden Tag. Ich weiß ja nicht, Carino gibt eine Erleichterung von 1. Dann habe ich 4 über. Ich sehe es. Und die, bis wir unten am Strand sind, ist die auch weggeraucht. Also, du hast das Gefühl, der zieht die durch, als würde sie bald schlecht werden. Warum haben wir den... Wer ist das? Das ist ein Sekretarius, der uns während unseres Aufenthalts auf der Insel von Rat und Tat zur Seite stehen wird, nicht wahr? So ist es. Ignoriert mich einfach. Also, unser Aufpasser. Mein lieber Praiovin, wir haben angekündigt, dass wir nach dem Besuch hier wieder auf das Schiff zurückkehren würden. Wir sollten uns daran halten, damit man sich keine Sorgen macht. Nehme an, wir treffen uns dann morgen wieder? Selbstverständlich, wie ihr wünscht. Ihr ist es euch natürlich gestattet, uns aufs Schiff zu begleiten, wenn ihr so geneigt seid. Allerdings weiß ich nicht, ob es euch gestattet ist, die Insel zu verlassen. Dann nehme ich gerne an, danke. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr unter Deck mit meinen Stammeskameraden die Zeit verbringen. Das wird eine Erfahrung. Wir werden euch eine angemessene Quartierung finden. Herzlichen Dank. Wenn sonst niemand was zu tun hat, schlage ich wohl, wir machen auf dem Schiff weiter. Denn Jalan wird die Zähne knirschen, die ganze Moosfahrt über und so wenig sagen wie möglich. Ja,
Kanesetiana wird dann ebenso ein bisschen überrascht sein. Und auch Hüwela Marix Fuchsecker, die aber wenig dazu sagt. Und so könnt ihr gemeinsam mit dem alten Greisenmann wieder übersetzen, wo er einen skeptischen Blick von Hasswolf erntet, der ihn nur mit einem grimmigen Abenteuer begrüßt. Und ja, so steht ihr dann wieder an Bord der mondsilbernen Drachentöter. Priorin, dies hier ist Kanesetiana. Er hat einige Fragen bezüglich der Bibliothek und kann euch sicherlich auch danach jemanden suchen, der euch ein Quartier findet. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss mit dem Captain reden. So machen wir es. Prios mit euch. Solltet ihr wieder übersetzen, sagt mir gerne Bescheid. Ich begleite euch wieder. Selbstverständlich doch. Meine Cintiana, ich bin mir sicher, bei den Trollzirkern unten ist noch was frei. Vielleicht hängst du ihm da eine Hängematte hin. Notfalls Quartier in bei dir ein. Ich werde ihn erst einmal wegen der Bibliothek fragen. Das klingt ja schon sehr, sehr anspruchsvoll, wenn er ein Sekretarius ist. Dann weiß er bestimmt, wo die ganzen Schriften sind. Ja, das ist zu vermuten. Kanesetiana leckt sich einmal über die Lippen. In so losgeworden, versammeln wir uns in der Kabinettskajüte. Dieser aufgeblasene, übermäßig fette, dass ich nicht da reingehe und in der Würge ist noch alles. Ja, warum haben wir den Sekretarius an Bord? Ja, also, nun, weil es offensichtlich gute Sitte ist. Er hat sie eingeladen. Er soll uns zur Seite stehen, also müssen wir ihn wohl auch mitnehmen. Um ihn geht es mir nicht, ich meine den Wacher der Ordnung. Könnt ihr das glauben? So ein Verhalten! Eine Krämerseele. Albuin ja. Soll ihn holen. Ich hatte offen gestanden darauf gewartet, dass er euch mit irgendwelchen Befehlen ankommt. Aber er wollte offensichtlich nur seine Autorität demonstrieren, indem er euch vor Augen führte, dass er euch befehlen könnte, wenn er nur wollte. Das hätte er versuchen sollen. Ihr hättet tatsächlich einen Faustkampf im Paras-Tempel erlebt. Ja, das wäre jetzt nicht mein erster. Nun gut, das ist kein Gegner, dieser alte Mann. Nicht der Punkt! Nun gut. Nun gut. Die Gefahr scheint er auch nicht wirklich ernst zu nehmen, oder? Habt ihr diese 200 Söldner gesehen, von denen er sprach? 200 Tempelgardisten, meint er wohl. Ich nehme an, die Truppen der Gräfin sind dort nicht mit eingerechnet, ebenso wenig wie die Landwehr. Aber auch dies ist nicht der Punkt. Und wir werden von ihm jedenfalls keine Hilfe, was das Licht angeht, erwarten können. Eins nach dem anderen. Zunächst einmal schlage ich vor, wir suchen eine Bucht, in der wir ankern können. Und werden... Hasswolf, wir werden am besten eine Seepatrouille organisieren, damit wir über die Vorgänge um die Insel herum am Klaren sind. Des Weiteren sollten wir Spätrufs organisieren, die Insel durchkämmen werden. Ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen, aber ich möchte wissen, ob sich die Zecken von Maraskan irgendwo hier eingenistet haben. Was machen wir in diesem Sekretarius? Wollen wir ihn wirklich wieder mitnehmen? Und selbstverständlich. Nun, dann wird der schnurstracks zum Wahrer der Ordnung laufen. Und ja? Was? Ja, was? Wollte nur Meldung machen. Kurz nachdem ihr angekommen seid, hat ein weiteres Schiff die Insel verlassen, also eins der Boote. Wollte ich euch nur Meldung machen, das ist ja wichtig für euch. Aber ja, er ist wirklich interessant. Komm rein, Hasswolf. Jalan hat schon mit dir gesprochen. Nein, warte. Hasswolf, setz jemanden drauf an, der das Boot so lange beobachtet wie möglich. Ich möchte wissen, in welche Richtung es verschwindet. Ja, mach ich. Gut. Jedenfalls, wie gesagt, wir werden die zugänglichen Orte der Insel zumindest mal erkunden. Herausfinden, ob sie sich irgendwo eingenistet haben. Wir sollten auch nach den Schiffen des Sonnenmarschalls Ausschau halten, ob sie tatsächlich nur in einer nahegelegenen Bucht ankern oder nun, ob sie wirklich verschwunden sind. Genau das werden sie wohl tun, wenn schließlich eines der Boote auf dem Weg ist. Ja, wie groß ist die Insel? Können wir die einmal umfahren? Wir können. Ich sollte uns vielleicht einen halben Tag kosten. Vielleicht ein wenig mehr. So, würden wir auch wissen, ob sich vielleicht Mannings Flotte bereits anbahnt. Genau das ist das, wovon ich doch gerade spreche. Nun, wir können nicht heimlich auf dieser Insel landen. Selbstverständlich können wir. Der Sekretarius ist so... Der Sekretarius ist dafür abgestellt, uns zu folgen, aber mir. Nicht unseren Leuten. Er wird aber alles weitertragen. Jemand alles, was er mitbekommt von unten im Trollzacker Quartier. Nun, wenn wir das Schiff verlassen, wird er wahrscheinlich mitkommen wollen.
Und, wir umfahren die Bucht einmal, Kapitän, die Insel einmal, schauen nach einer Bucht, wo unser Schiff anlanden kann, halten dabei noch nicht an und lassen uns wieder mit Beibooten an derselben Stelle hier raus. Dann wissen also, wir aber, wo unser Schiff auch mal hinfahren kann. Also lassen wir ihn zurück an hier an Bord. Überlass mir den Plan, aber mir, ich habe das im Blick. Ja, wollt ihr den lebend wieder haben, oder? Ja, wir wollen uns hier keine Feinde machen. Dann hätte ich den vielleicht nicht zu den Trollzockern schicken sollen. Dann schlage ich vor, du schickst noch ein paar Leute runter, die auf ihn aufpassen. Oh, ich bin fast sicher, dass wir uns hier Feinde machen werden. Aber... Quartier dir einfach bei den Matrosen ein. Ihr habt noch Zimmer gegenüber von den Magierquartieren. Ja, aber da wollen wir ihn nicht haben. Ich sag mal Reichweite. Richtig. Das Letzte, was ich will, ist, dass er nachts vor meiner Tür steht mit dem Ohr. Ja, wir haben schlimmer, oder schlimmer noch an Rafim und die Ketzereien mithört, die dir im Schlaf so murmelt. Was meint ihr denn jetzt damit? Sorry, war ein Meta-Kommentar. Ja, dann lasst uns doch um die Insel rumfahren. Ich denke, das ist die beste Idee. Ist die Frage, was genau wir suchen? Entweder die Schiffe vom Sonnenlegionär oder die Schiffe von The Bastard. Und eine gute Bucht, wo wir unser Schiff erstmal anlegen können. Sollte wirklich ein Angriff auf den Hafen in Paarstung stattfinden, hätte ich die Drachentüte gerne irgendwo, wo wir sie landläufig erreichen können. Nun, wenn wir... Bitte, Abel, mir spricht. Nun, wenn wir diese Schiffe des Sonnenmarschalls gefunden haben, wollen wir dann weiterhin die Insel betreten? Und was ist dann unser weiterer Plan? Das überlegen wir uns, wenn es soweit ist. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich denke, wenn wir uns auf der Insel bewegen, sollten wir uns an den Sonnenmarschall halten. Er schien mir die sympathischere Gestalt zu sein. Und der Illuminatus hat auch ihn vor den Kopf gestoßen, indem er ihm einen Funken des heiligen Lichtes verweigert hat. Nichtsdestotrotz fürchte ich, dass alle, nennen wir es erwägbaren Pläne, einen solchen Funken in unsere Hände zu bekommen, am besten ohne das Wissen des Sonnenmarschalls formuliert werden. Ihr wollt nicht wirklich einen Praios-Tempel ausrauben? Ich will natürlich nicht wirklich einen Praios-Tempel ausrauben. Ja, doch, natürlich will er das. Davon. Aber wenn es Praios Wille ist, dass ich einen Praios-Tempel ausraube, dann werde ich dies tun. Ja, richtig, und ausrauben ist auch gar nicht das richtige Wort. Plündern! Plündern werden wir das Ding. Ist das wirklich euer Ernst? Nennt man das bei Tempeln nicht schleifen? Spart euch die Witze. Nun, ja. Ich würde es eher so ausdrücken. Wir führen den Funken seiner Bestimmung zu. Ihr habt den Wahrer der Ordnung gehört, Abelmir. Außer seinen Rücken dem System Garrett gekehrt. Was unter den Tisch kehrt, ist, dass er damit auch er gemeint ist. Immer noch. Aber sagt mir, würde Albo ihn uns diesen Funken verwehren?